Moin Leute, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker, in dem wir Level bauen. Hey, wir bauen wieder ein Level. Das ist schon ein bisschen her. Und dieses Mal keins, das mir vorgeschlagen wurde, sondern ich dachte mir, ich baue einfach mal ein Level. Und zwar habe ich jetzt auch insgesamt für die nächsten paar Parts von Super Mario Maker so eine ganz kleine Sache in Planung. Moment, ich sollte erstmal drüber reden, was ich hier vorhabe zu machen. Ich will ein Level bauen mit ein paar Häusern und Türen und vielleicht muss man noch irgendwo das ein oder andere Item holen, um weiterzukommen und ein paar Höhlen und Level halt. Ich will Level bauen. Das ist mein Ziel und das werde ich auch durchziehen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, die nächsten paar Parts von Mario Maker, in denen ich Level baue, werden wir einfach mal versuchen. Also man kann ja bei der Auswahl, wo man speichert, da kann man ja immer das Speichern in so ein paar verschiedenen Welten, jeweils 4 Level haben. Und deswegen bauen wir ein paar von diesen Welten mit ein paar Leveln, mit 4 Leveln jeweils. Und wir fangen an mit ein paar Mario Bros. Welten. Ich meine, so können wir uns dann die ganzen verschiedenen Artstyles auch mal genauer anschauen. Und das könnte dann, denke ich, ganz nett werden. Und hier baue ich übrigens den ersten Geheimraum. Welcher? Ich will mich nicht so sehr loben, aber Mann, der ist ziemlich cool geworden. Auch wenn er jetzt in nächster Zeit noch sehr hart umgeändert wird. Er ist ziemlich cool. Wie ihr gesehen habt, da bekommt man dann diese lustige Mütze, die einem eine Unverwundbarkeit gegen Dinge, die einem auf den Kopf fallen, geben. Was wichtig ist, weil man da rechts da durchlaufen muss, um an den Wumms vorbeizukommen. Und hier baue ich wieder ein paar lustige Deko-Elemente rein, einfach weil es cool aussieht. Ich meine, wenn Dinge cool aussehen, dann muss man die auch durchziehen. Ja, und das ist der Geheimraum. Welcher so nicht funktioniert, weil man die Mütze so nicht aufheben kann. Das ist ziemlich nervig, also Stachelteil. Man muss es irgendwie von unten erwischen. Und so wie ich es jetzt aktuell gemacht habe, funktioniert es auch noch nicht, weil so wird das einfach auf den Boden fallen und wenn Mario dann dagegen kickt, dann spinnt es da unten herum und bringt ihn um, aber es landet nicht auf seinem Köpfchen, da wo es landen sollte. Ihr seht, dieser Geheimraum, der sieht gut aus, wie ich finde. Als wenn er genau da unten steht, dann fällt es ihm auf den Kopf, aber ja, ich habe so eine Brücke hingebaut. So funktioniert es ganz gut, dann kann er es dann direkt abholen und weiterlaufen und an den Wumms vorbeikommen. Ist das nicht bezaubernd? Das ist absolut bezaubernd. Das ist übrigens Hindernis Nummer 1 und auch Höhle Nummer 1. Mit den lieblichen Wumms, was eine sehr einfache Höhle ist, weil es gibt da zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Du hast den Helm geholt und kannst durch. Möglichkeit Nummer 2. Du hast den Helm nicht geholt und kannst nicht durch. Wobei man bestimmt durch könnte, indem man einfach Schaden nimmt, aber das will ja niemand. Das ist ja kein schönes Gameplay. Und wenn ihr da die Tür seht an einem Haus, dann kann man sich ja denken, dass man da vielleicht reingehen will. Und hier hätte ich jetzt große Probleme, das Ganze so zu machen, dass man oben von dem Geheimraum aus keinen Himmel mehr sieht und unten von dem normalen Weg aus nicht, dass da oben noch irgendwas ist. Ja, das war relativ schwer, deswegen bin ich dann tatsächlich am Ende zu der Kenntnis gekommen, dass ich einfach insgesamt eine Höhle aus dem Anfangsbereich machen sollte. Das habe ich dann gemacht. Sieht meiner Meinung nach auch gar nicht so übel aus, weil mit diesen Hintergrundteilen hier kann man einen coolen Schatten eigentlich für die Teile machen und es hat was, meiner Meinung nach. Sieht ganz nett aus. Ich meine, sieht nett aus, oder? Ja. Da sage ich doch. Seht ihr, ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, sieht nett aus und es sieht nett aus. Und von unten aus sieht es gar nicht mehr so chaotisch aus. Wenn auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so schlimm. Ich meine, so ein Schatten unter so einer Höhle, das ist übrigens auch so das grafische Element, das ich in diesem Part so gefahren bin, Schatten unter einer Höhle. Wow! Was für ein revolutionäres Element! Und dann wusste ich nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe so viel Zeit mit dem Geheimraum da und dem ganzen Anfang verschwendet, dass ich nicht mehr wusste, was ich als nächstes machen soll. Aber die Idee kam schnell. Und zwar noch eine Brücke. Übrigens, ich habe auch herausgefunden, dass man Deko-Elemente doch kopieren kann, was ich vielleicht mal erwähnen sollte. Und zwar zum Beispiel, seht ihr die Bäume da, wenn die auf einem Block erscheinen, dann, wenn man den Block kopiert und den irgendwo hinsetzt, dann bleibt der Baum auf dem drauf oder was auch immer da für ein Deko-Element ist. So konnte ich ein paar schöne Gärten herzaubern. Ich meine, ein paar schöne Gärten sind auch was. Und hier wollte ich ein bisschen mit den Röhren was machen, weil ich finde, die kann man auch ganz nett nebeneinander stapeln und übereinander. Das sieht ja ganz nett aus. Allerdings, was ich hier natürlich noch nicht wusste, weil ich nicht wirklich geübt habe oder es getestet habe, ist, dass die Stelle mit den drei Piranha-Pflanzen so lächerlich einfach ist, dass es glaubt ihr nicht. Und hier, jetzt kommt mein Lieblingsteil von dem Level, pass auf. Hier habe ich ein Hochhaus gebaut mit zwei Hammerbrüdern obendrauf. Ja, mach die Röhren schöner. Das machst du gut, MOP. Mach so gut. Sieht gut aus. Okay, mach weiter. Ich will über das Hochhaus reden. Das Hochhaus! Da drüben! Da, genau. Das Hochhaus. Das bekommt natürlich erstmal eine Tür, ganz klar. Und dann bekommt es, seht ihr, da kopiere ich die Bäume.
Und da bekommt es dann noch einen schönen Garten, den es sich natürlich verdient hat. Ich meine, schau mal, wie schön der ist, der Garten. Das ist ein Hotel oder Hochhaus, in das ich einchecken würde. Nicht wirklich, weil es ist umgeben von Monstern und auf dem Dach stehen zwei Hammerbrüder, die mit Hämmern um sich werfen. Aber ansonsten wäre ich voll am Start. So, hier wollte ich zuerst für den Hintergrund der Höhle jetzt dann dieses normale braune Teil annehmen. Es sieht aus wie Kacke, sieht echt nicht schön aus. Deswegen habe ich es nicht genommen. Ich habe die normalen Bäumchen da genommen, welche meiner Meinung nach auch ganz nett aussehen hier für den Bereich. Verleiht ihm so ein bisschen eine eigene Atmosphäre. Und ja, die Bäume da oben, die da überall so rausschauen, ich glaube, die mache ich mehr oder weniger noch alle weg, also am Rand. Ja, eher weniger. Ja, mit diesem Raum werde ich sowieso gleich fertig sein. Darauf komme ich dann später am Ende nochmal zurück, wo ich es teste und mir auffällt, dass es scheiß einfach ist, weil die Breitjahrpflanzen viel zu spät rauskommen. So, meine Idee mit dem Hochhaus war, dass man da reingeht und dann, da wird Mario quasi geschrumpft. Das heißt, er ist jetzt hier oben, wo es da drüben war, einfach da oben und da sind riesige Hammerbrüder, weil er kleiner wurde. Das heißt, der Rest von dem ganzen Level wird jetzt so aufgebaut, als wäre alles riesig. Und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich coole Idee. Also hier seht ihr, das sollen einfach nur die zwei Blöcke am Boden sein, dieses fette Teil da, was ich hier mache. Und da soll das normale Teil am Boden sein und da sind dann auch Gegner drauf und das wird dann Herz allerliebst. Und hier natürlich die Stufe, die links neben dem Hotel auch vorhanden war. Ein kleines Stüfchen, dann ein paar große Goombas und natürlich ein paar Grasbüsche, weil Mario ist ja winzig. Da sind ja die kleinen Grasbüsche auch riesig, welche übrigens am Ende dann noch zu Blumen werden. Das wird super. Und dann noch der Spiny, der glaube ich im Endeffekt beim Level gleich auftaucht. Aber hey, ich habe da hingeklatscht und ein paar von diesen Ranken, die machen sich immer super, die kann man überall hinklatschen. Hier natürlich noch zwei große Wickler, weil wenn die Raupen so groß sind, dann wisst ihr, dass ihr ganz eindeutig geschrumpft seid. So, und hier ich jetzt dann noch, versuche jetzt den Raum da schwerer zu machen. Ah ja, genau, der obligatorische Pilz in jedem Level. Also das Power-Up, das muss ja natürlich auch noch gesetzt werden. Das kommt direkt hier am Anfang. Wer genau erkundet, kann da gerade eben über dem Haus, über dem Schornstein quasi, dann natürlich noch eine Feuerblume finden in einem Hidden Block. Ist das nicht fantastisch? Ja, ist es. Ist es tatsächlich. So. Oh, und da hatte ich gerade eben übrigens diesen seltenen, geheimen, dünnen Mushroom, welcher ziemlich cool ist. Und ich mag das mit dem Geheimraum übrigens. Haben wir mal anmerkt, dass der echt super ist. So, und hier ist mir aufgefallen, dass die Stelle kack einfach ist und man einfach so durchhüpfen kann, was ziemlich kacke ist. Deswegen habe ich einfach mehr Röhren hingesetzt und so ein Shit und dann hat das alles gepasst. Nein, Moment, es hat noch nicht gepasst. Ich brauche da noch Gegner da unten. Weil auch wenn hier die Röhren sind, dann ist es immer noch scheiß einfach. So. Seht ihr? Man kann einfach durchhüpfen. Die machen einem nichts. Auch wenn die eine Piranha-Pflanze da oben ist, das ändert nicht viel daran, lieber MOP. Das ändert nicht viel daran. Man kann einfach durchrennen. Das ist nicht schön. Das sollte nicht so sein. Deswegen, da wollte ich dann zuerst unten vielleicht noch ein paar so Piranha-Pflanzen hinhängen oder hinsetzen, was dann nicht wirklich funktioniert, weil der sie nicht macht, ohne dass unfair wird. Also habe ich einfach zwei Paragumas hingeklatscht, was sich meiner Meinung nach gut anbietet. Ich habe aber versucht, ein paar Münzen zu platzieren, was immer noch die Sache ist, mit der ich am meisten Probleme habe. Und das sollen übrigens so die Lichter von Fenstern sein, die Münzen. Hab mich dann dagegen entschieden. Aus Gründen, die vielleicht offensichtlich sind. Ich meine, ja, jetzt werden die Teile noch zu Blumen. Und das war auch schon das Level. Mit dem Namen, ich habe ihn vergessen, ich schaue gleich nach. Und wir schauen es uns live an. Okay, der Name des Ganzen war Stadt, Höhle, Zwerg. Eine Anspielung an Stadt, Land, Fluss, ja, versteht ihr? Stadt, weil es mit Häusern startet, dann Höhle, weil Höhle und dann Zwerg, weil man am Ende winzig wird. Was für ein brillanter Name. Okay. Ich will mal sagen, das Level, das fängt natürlich hier an. Da oben ist dann der Geheimraum, welcher, Alter, meiner Meinung nach sieht der unfassbar gut aus. Immer noch, ist ein sehr schöner Geheimraum. Da würde man gerne mal ein Secret erkunden. Beziehungsweise da reingehen, weil man da reingehen muss. Aber wie auch immer, hier geht's dann rüber über die liebliche Insel. Dann durch einen kleinen Wald mit einem Cooper. Da ist dann das Haus, da der Hidden Block. Und hier kann man dann mit dem Helm durch die Wumms durch. Was übrigens auch ganz nett aussieht, finde ich, mit den kleinen Deko-Elementen. Ich mag ja den Super Mario Bros. Arzt, wenn man den richtig einsetzt, dann kann man echt schicke Teile draus machen. Der kleine Hinderniskurs mit den Piranha-Pflanzen und Goombas. Ist ganz nett, denke ich. Hier hüpft man dann rüber auf den Goomba und da oben dann die Hammerbrüder, die komplett ungefährlich sind. Aber man soll sie auch nur sehen. Dann geht man durch die Tür und wusch, kommt bei dem Ganzen in riesig raus. Dann über die kleinen Raupi-Raupis. Und hier dann das liebliche Sonnenblumenfeld, beziehungsweise die Graswische mit Münzen, was auch immer. Und dann hat man das Level auch schon geschafft. Ist ein relativ kurzes Level, mal wieder. Ich habe eine Stunde dran gesessen und ich denke, es ist ziemlich cool. Schauen wir es uns mal richtig an. Oh Gott, ich hoffe, ich verkacke. Ich habe gerade eben Feuer gehört. Das ist nicht schön, das sollte man noch nicht hören. Buh-Spiel! Buh! Und eigentlich sollte die Kamera da auch noch nicht so weit hochgehen, wie sie es gerade eben getan hat.
Ja, wie auch immer. Oh, der Cooper, okay. Hier haben wir die Feuerblume, welche wir mal nicht mitnehmen, weil sie sowieso nicht viel bringt. Wir gehen durch die Tür und wir sind im Geheimraum. Vielleicht hätte ich Soundeffekte einfügen sollen. Aber die Sache, die ich noch vergessen habe. Ist immer noch ein schicker Geheimraum, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, dann gehen wir hier rüber und die Wumms können uns absolut gar nichts anhaben. Ich glaube zumindest, dass... Es sind nicht Wumms, ihr seid die... Keine Ahnung, wie heißen die auf Deutsch, die Viecher? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, dann geht's weiter zu den Piranha-Pflanzen. Das, mit den ganzen Röhren. Nein, Mario, du musst richtig hüpfen. Den Paracooper wollen wir nämlich loswerden. Und ihr seht, die Stelle kann durchaus halbwegs ein bisschen gefährlich werden. Naja, halbwegs ein bisschen gefährlich. Mehr ist ja nicht drin. Seht ihr, perfekt getimter Sprung. Die Hammerbrüder, die machen hier ihren Schabernack da oben. Aber wir gehen durch die Tür. Und, oh mein Gott, alles ist riesig auf einmal. Großer Gott, auf den Wiggler, Mario. Na, nein, nicht sterben. Okay, oh Gott, der Spiny ist da. Der Spiny ist da. Nein. Okay. Ganz vorsichtig hier durch das Blumenfeld, toll, Mario. Und dann kletter hoch. Dop, dop, dop. Yay! Und das war schon das Level. Ich meine, ist jetzt wieder mal nichts Großes, aber von der Idee her finde ich es durchaus nett. ID davon werde ich euch übrigens mal... Ich werde das Level hochladen. Dann die ID werde ich euch mal in die Beschreibung reinpacken. Und dann könnt ihr das Level auch spielen, wenn ihr das wünscht. Oder auch nicht. Das liegt bei euch. Ist mir egal. Das ist auf jeden Fall das Level. Beim nächsten Mal würde ich sagen, wir machen... ja, genau was ich sagen wollte, was ich überhaupt voll machen will. Wenn man noch speichern geht. Wenn man noch speichern... Ja. Gehen wir auf Laden, dann kann ich es euch auch zeigen. Also, was überhaupt mein Ziel ist. Ihr seht, hier kann man verschiedene Welten bauen und wir bauen eine Welt. Die Welt, die wir zuerst bauen, ist Super Mario Bros. Dann Super Mario Bros. 3. Dann Super Mario World. Dann das andere. Und ja, dann haben wir es soweit geschafft. Und das ist mein Ziel auf jeden Fall. Beim nächsten Mal, keine Ahnung, vielleicht werden wir eine Höhle machen. Vielleicht Unterwasserlevel. Ist egal, auf jeden Fall irgendwas im Super Mario Bros. Artstyle. Und so oben kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr wollt. Das ist was ich mal angefangen habe zu bauen, als ich gewartet habe, bis ich die Teile der Version wieder freigespielt habe. Ist ganz nett, wie ich finde. Ist auch ein bisschen komplexer vom Design her. Also vom Aufbau. Hier gehen wir erstmal da hoch und dann... Das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun, aber... Dann kann es euch mal zeigen. Was ich mal angefangen habe zu bauen. Ja. Trampolin. Schreckliche, schreckliche Trampoline. Oh, da kann man auch ohne den Cooper hoch. Shit. Ja, wie auch immer. Hier bekommt man dann ein Pilz, den man übrigens auch braucht. Um. Das war nicht gut, okay. Dann könnte man also noch ein bisschen testen. Naja. Hier wäre rüber, den braucht man dann, um hier rüber zu kommen. Und. Da ist eine Plattform und. Da rennt man rüber und viel weiter habe ich nicht gedacht. Ja, das habe ich so gebaut, als ich gewartet habe, bis Teile freigespielt sind. Ganz nett, wie ich finde. Ganz nett. Ja, aber was wir jetzt nächstes bauen und wie es ganz weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Super Mario Maker. Das wird super. Bis dann. Gute Nacht.